Hallo in die Runde, willkommen zur Folge über den Seelentausch. Und meine Fresse, was sind da für Helden vorgestellt? Potenziell gibt es dort richtig gute. In der ersten Reihe haben wir Kuhnchen in die Jahre gekommen, aber immer noch gut. Kagan im Kostüm. Schließt logischerweise auch das Nicht-Kostüm mit ein. Der Held, der von ganz vielen Top-Leuten genutzt wird, um unter die Top 1000 zu kommen im legendären Monats-Event-Modus. Richtig guter Held. Für 15 Helden. Der Ziegenpeter Grimmel. Einmal alle Minions vernichten. Gerade jetzt, wo immer mehr Minions rauskommen, die auch wirklich hart sind. Gargoyles, Hulda. Ja, da sind schon wirklich miese Viecher dabei, kann man ganz klar sagen, ist er Gold wert. Wer Devana nicht hatte, richtig gute Heldin. Herrin, auch gut. Ariel, ebenfalls gut in der zweiten Reihe. In der dritten Reihe kann man, glaube ich, sagen, ist alles super. Lepiota möchte ich so gerne haben. Die ist top. Universeller Held, die kann wirklich überall eingesetzt werden. Angriff, Verteidigung, die kann ein Gamechanger sein. Sif, richtig gut. Mutti, ebenfalls richtig gut. Der Ritter, auch richtig gut. Und dann haben wir den Herrscher Loki, der ebenfalls ein hammermäßiger Gamechanger sein kann. Bei meiner Überlegung habe ich Folgendes einbezogen. Zuallererst, wofür habe ich überhaupt Materialien? Da stechen Lila und Blau hervor. Aktuell habe ich Libu bekommen, das heißt, ich gehe da nochmal 6 Wappenröcke runter, hätte noch 12 Wappenröcke über für einen zweiten lilanen Held. Ich könnte 3 blaue Helden machen. Ich könnte einen grünen machen, bald 2, einen gelben und mindestens einen roten. Dann habe ich Wappen mit einfließen lassen bei meinen Überlegungen. Klerikerwappen gehen bei mir gerade alle auf Mami. Druidenwappen gehen alle auf Kadilen. Schurkenwappen gehen alle auf Aoda. Sprich, für Lepiota hätte ich 245 Zauberwappen, für Loki fast 300 Magierwappen. Am Ende muss man allerdings Folgendes beachten. Sowohl die Herrin als auch der Ritter, die sind ja im gleichen Event. Die haben schon Kostüme, beziehungsweise sollen Kostüme bekommen, die schon auf der Beta waren beim Ritter. Die fehlen. Das sind schon mal ein Kostümbonus, der fehlt. Das sind Optionen, die man weniger hat bei einem Helden. Die und vor allen Dingen, an die man noch relativ gut rankommen kann. Ariel hat schon ein Kostüm. Schwerer ranzukommen bei Season 2, aber wenn sie vorgestellt ist, kann man da relativ mit, was heißt relativ, man kann rankommen. Aber es fehlt halt das Kostüm. Und ich muss auch sagen, mittlerweile ohne Kostüm-Bonus fällt es mir schwer, Ariel immer noch den gleichen Rang einzuräumen, den sie früher hatte. Mittlerweile gibt es so viele coole neue Heiler, die vor allen Dingen diese 24% Mana-Regeneration gar nicht haben, sondern einfach Mana generell gewähren. Oder die zukünftige Heilerin von Blau, die fast genauso ist wie Ariel, nur dem Gegner minus 24% Mana gibt, im kommenden Sommer-Event mit den Finnen, muss ich sagen, ist auch schon besser. Ich wollte auch erst den Ritter nehmen, habe mich dann aber dagegen entschieden. Aus folgendem Grund: Ich habe Krampus, ist schon mal ein Spotter, und ich habe Kara. Kara ist auch ein Spotter. Und ich habe sogar eine zweite Kara, die ich hochziehen könnte. Das heißt, ich hätte 3 Spotter. Spotter sind absolut wichtig. Aber weil ich schon 2 habe,
Ein fertig gelevelt, gebrackt und bewappnet, eine, die in den letzten Zügen liegt und eine, die man hochziehen könnte, habe ich drei Spottoptionen. Und es geht ja nur um den Spott und um die Fleischwunde im Endeffekt. Die Werte sind nicht mehr up to date, da gibt es deutlich bessere Spotter oder Tanks. Die 45 Angriff, die kann auch Sturmfang liefern. Klar, da ist keine weitere Erhöhung drin. Aber trotzdem, zumindest könnte dort der Angriffsbuff auch woanders herkommen. Insbesondere jetzt, wo es auch Wilbur im Kostüm gibt. Ist also keine ohne Ende sofort Muss-Entscheidung. Mutti, richtig gut, hat aber auch schon ein Kostüm. Natürlich sind die 50% Wiederbelebungschance super. Mit 10% muss man ganz klar sagen, auch. Aber immer mehr Wiederbeleber haben eine höhere Wiederbelebungschance. Und auch das Kostüm von Heimdall ist besser als Mutti ohne Kostüm. Dementsprechend gibt es bessere Optionen mittlerweile. Ob man an die rankommt, ist immer was anderes. Das ist erstmal nur der Gedanke zu ihr. Sif kriegt auch bald ein Kostüm, ein hammermäßiges Kostüm. Richtig, richtig gut. Und das Kostüm wird dann auch wieder vorgestellt sein und dann in der Rotation sein, wo man eine erhöhte Chance drauf hat. Ich habe sie ohne Kostüm, ich habe sie mit Wappen versehen und ich finde sie super. Das Kostüm finde ich aber noch deutlich geiler. Lepiota. Lepiota ist so hammermäßig, dass ich sie unbedingt haben will. Ich spare aber gerade Wappen. In Season 4. Für etwaige Kostüme nächstes Jahr, die dann rauskommen und kann bis dahin ordentlich sammeln und vielleicht nochmal raushauen, wenn sie wieder vorgestellt ist, vielleicht mit jemandem zusammen, den ich auch haben will. Und vielleicht bekomme ich sie dann. Ich habe noch eine Chance, an sie auf normalem Weg ranzubekommen. Ranzubekommen, das war doppelt gemoppelt. Anzog finde ich auch gut, aber muss man ganz klar sagen, den würde ich heute nicht mehr hochziehen. Der ist schon in die Jahre gekommen. Da gibt es deutlich bessere Heiler bei Rot. Bleiben für mich aktuell Loki, Ziegenpeter Grimmel. Und da muss ich ganz klar sagen, bei mir wird es nicht Loki werden. Loki möchte ich immer haben. Der ist toll. Einfach die Möglichkeit, diese ganzen Ätzgegner, die man mit Lepiota rausnehmen kann, einfach zu kopieren. Dem Gegner den eigenen Ludwig um die Ohren zu feuern. Dem Gegner seine eigene Alfrik um die Ohren zu hauen. Dem Gegner einmal die Wiederbelebung zu klauen. Das sind alles hammergeile Sachen. Aber ich glaube, dass ich mit 15 Helden beim Ziegenpeter am besten laufe, einfach weil 235 Schaden auf alle Gegner ist erstmal schon mal okay. Libu macht knapp 300, meine ich, oder genau 300, dementsprechend ist Libu natürlich langsam, ja, aber zum Vergleich einfach mal, wo man mittlerweile ist. Die Werte sind absolut lächerlich. Der Angriff, da kommt kaum Schaden rum. Es geht einfach nur um das Zerstören aller Lakaien von allen Gegnern. Und es sind ohne Ende Lakaien im Umlauf und es werden immer mehr. Ich dachte, die Minimeter würde kaputt gehen, aber dann kamen die Chinesen, dann kamen die Gargoyles, dann kam Hulda. Das hat das alles nochmal belebt. Und zusätzlich noch die Möglichkeit, für jeden Vernichtenden nochmal ein bisschen Mana zu bekommen. Das ist schon nicht schlecht. Das wird meine Option sein. Ich habe ihn nicht. Dementsprechend, ja, Libu wird erst fertig gemacht, weil ich den schon angefangen habe, zumal ich für ihn auch aktuell keine Wappen hätte. Meine Klerikerwappen gehen alle in Mutti. Aber so geht es mir halt fast mit allem. Das wird meine Wahl sein und mein Sieger. Und vor allen Dingen nette kleine Nebenüberlegung. Ich bin aktuell bei 25 Helden. Heißt, ich kann mit viel Glück beim nächsten Seelenumtausch in 2 Monaten mir vielleicht dann einen coolen 10er holen. Oder ich warte, vielleicht habe ich auch schon wieder Glück gehabt und kann mir dann nochmal einen 15er holen. Nochmal, alle vorgestellten Helden sind toll.
berücksichtigt, wie viel Spotte ihr schon habt, ob ihr den schwarzen Ritter braucht. Habt ihr Beleber? Habt ihr Heiler? Habt ihr Chancen, an das Kostüm ranzukommen? Habt ihr Wappen und vor allen Dingen Materialien? Es bringt ja auch nichts, einen Helden zu nehmen, wo man weiß, auf die nächsten Monate hinweg reiht er sich in der Levelschlange ein, weil man einfach zum Beispiel lila Lepiota haben will, aber vorher steht noch Ludwig und irgendwas anderes Hammermäßiges, was man haben will. Dann macht es halt keinen Sinn. Dementsprechend sind das alles meine Gedanken dazu. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Wahl und schreibt mir mal drunter, wofür ihr euch entschieden habt und ob das Video für euch hilfreich war. Grüße, tschüss.